Jo, servus, kurz mal vorab. Herzlich willkommen zum Video. Gleich startet das richtige Intro. Ich wollte nur sagen, im Video sage ich Silvester Special, weil das Video habe ich am 30.12.2023 dreht. Hat aber ein bisschen länger gebraucht mit dem Schnitt und das Ganze. Deswegen. Obwohl ich es auch nicht länger da mit dem Schnitt. Ich war einfach zu faul, es hochzuladen. Deswegen ist jetzt erst online da. Auf jeden Fall da. Ne? Nur zur Klarstellung. Viel Spaß mit dem Video. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute Silvester Special anlässlich dazu, weil mein Silvester natürlich Getränketest. Ne? Ich habe mir so die trendigsten Getränke geholt, so, ne? Bram oder Gönnergy, das war es eigentlich eh schon. Dickies habe ich mir geholt, so. Ja, so ein bisschen das die amerikanisch, so einfach so, weiß nicht, ne? Man kennt es ja eh. Ne? So, jetzt werde ich den ganzen mal testen. Ne? Natürlich nichts Alkoholisches, ne? Also ich werde keinen Alkohol da testen. Ich bin jugendfreundlich, ne? Ich bin jugendfreundlich, ne? Jetzt gehen wir einkaufen! Die gut bekannte Mykonos selbst gemischte Cola ist schon bereit, ne? Bin schon ein bisschen am Sippen. Und da drin aber ist da. Und da. War nicht mit Bourbon, Mann, ich sag ehrlich. Ich würde sagen, wir fangen erst einmal mit den Brams an. Ne? Ich fange mal mit denen an, das ist Ice Pop Hydration. Ich muss sagen, wirklich was geschmacklich angeht, bin ich sehr, 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 sehr happy, Alter. Also ich habe wirklich, am liebsten trinke ich Wasser so. Und wenn ich nicht Wasser trinke, Wasser mit Geschmack. Aber da auch immer Wasser mit Geschmack, mit wenig Zucker so. Ich hasse so richtig süße Sachen. Ich bin auch eigentlich ein Cola-Trinker, außer wenn es um Alkohol geht. Jetzt gehen wir da rein mit Bram. Mit 1 Gramm Zucker, das geht eigentlich, ne? Das ist ein Hydration Drink. So schaut es mir auch aus, oder? Es riecht nach purer Chemie, oder? Als hätte er, weiß nicht, ein weißes Gummibärchen reingewichst. Boah, das riecht oder wie Hustensaft damals, oder? So dieser bröselige, dieser leicht bröselige Kinderhustensaft. Das riechen tut scheiße. Man muss sagen, eine Flasche kostet glaube ich 5 Euro oder so. Gehört natürlich auch irgendwie 1,30. Weil Prime kommt ja aus Amerika. Ich muss sagen, wenn man es öfter trinkt, erster Schluck war grauslich. Aber jetzt, wo man so ein bisschen mehr davon trinkt, eigentlich nicht schlecht. Und es ist ein Hydration Drink. Das heißt, es ist nicht so schädlich, wie man davon ein paar sippt. Im Gegensatz zu Gönnergy. Deswegen geht es ja noch. Wir kommen gleich zum nächsten, nämlich zum Blauen. Schaut auf jeden Fall optisch geil aus. Ich mag generell blau. Und ich glaube, das könnte einer für mich sein. Alles, was so blaubeerig oder angeht oder so Eishimbeere und so, taugt mir eigentlich. Natürlich werde ich auch nichts wegleeren. Ich werde alles trinken, die Tage. Das schaut eigentlich genauso aus wie der andere. Riecht doch genauso wie der andere. Ich rieche einen Unterschied. Schmeckt doch wie der andere. Na. Schmeckt doch ein bisschen künstlicher, muss ich sagen. Also mir schmeckt der Eispop besser. Für den Eispop eine 7,5 geben, den eine 6,5. So Eispop 10 mal besser. Jetzt gehen wir zu Lemon Lime. Ich werde das ein bisschen auch durchraten, weil schaut sich ja keiner bei der 30 Minuten an. Lemon bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon, so. Boah, der riecht aber. Ja, der riecht wirklich arg. Der riecht so. Ich vergleiche es jetzt ein bisschen mit die Level Up Hydrations. Der riecht ein bisschen wie dieses Triple Green von Level Up. Da auch auf jeden Fall 1 Gramm Zucker drin. Also Zucker ist nicht so arg drin, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Man darf sich ja nicht so ablenken lassen von den anderen Geschmäckern davor. Na, Lemon Green schmeckt mir gar nicht, oder? Wenn ich den Lemon Green austrinken würde, wäre mir danach so ein bisschen schlecht, weißt du, wie ich meine? Da habe ich so einen schlechten Geschmack in der Goschen, wo ich mir denke, Alter, gib mir den Orbit. Wirklich, ich schwöre, gib mir den Orbit. Oder da ein Fake Orbit. Oder noch ein Fake Fake Orbit. Wirklich, na, na. Der ist es nicht.
Aber ich bin halt generell nicht so ein Green-Typ. So Apfel und sowas bei Getränke finde ich immer ganz eklig, weiß nicht. Ich bin eher so der, was der Himbeer-Zitronentyp. Aber so apfelmäßig finde ich eigentlich immer grässlich, genauso wie Erdbeer. Wer so Erdbeer-Dings, Erdbeersäfte und so nuckelt, na. Komisch. Jetzt haben wir Tropical Punch. Auch 1 Gramm Zucker, weiter. Kriegt einen Zuckerschock. Boah, der riecht richtig scheiße. Bist du deppert, hat der Weine geschissen? Boah, na. Sei mal nicht böse. Boah, der riecht richtig scheiße. Bist du deppert, Alter. 5 Euro für die Flaschen. Na. 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 Aber schmecken muss er, ja, ne? Anders wie beim Alkohol, da muss es wirken, nicht schmecken. Warte. Bei aller Liebe. Schmeckt wie dreimal Fleiß. Nö. Das schmeckt wirklich. Da kriege ich Flashbacks an meine Kindheit. Das schmeckt wirklich, Alter. Wie so ein Hustensaft, so ein Kinderhustensaft, der so ein bisschen mit Erdbeer drinnen ist, damit die Kinder so besser nehmen und so. Wirklich, so schmeckt das. Also der bisher das Schlechteste. Also ich würde sagen, Ice Pop auf die 1. Der Raspberry, oder was ist das? Ja, Blue Raspberry auf der 2. Der auf der 3, der auf der 4. Also ich würde sagen 7,5, 6,5, 5,5 und das ist eine 4,5. Muss ich ganz ehrlich sagen, Alter. Bei aller Liebe. Also 7,5 habe ich eh gerade gesagt. Alter. Halt doch die Goschen, Alter. Und jetzt kommen wir zum Wichtigen, Alter. Jetzt kommen wir zum wichtigen Abteil. Die gehyptesten Energy Drinks auf der Welt. Gönnergy. Und ich muss sagen, wo ich einmal gleich mal Props, Alter, sprechen muss. Ich finde es richtig, Alter. Geil ist das Design. Ich schau, es spricht mich einfach an. Es, auch wenn man jetzt so Monte nicht verfolgt oder so, oder auch generell so, ne? Aber es ist schon ein geiles Design. Ich mag dieses raue Dings. Es ist wie bei dieser, wie heißt denn dieser Energy? 28 Black. Geiles raues Design. Geiles Design. So kleine Details mit Ui und so, was der. Den ganzen Scheiß. Zucker 0 Gramm, ne? Nur muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich ein bisschen Angst habe, es ist kein Zucker drin. Ist einerseits gut, weil ich hasse Getränke mit viel Zucker. Aber es gibt einfach manche Getränke, wo auch 0 Zucker ist. Aber dann irgendwas drin ist, was so ähnlich wie Zucker schmeckt und das dann alles zerhaut. Und da habe ich ein bisschen Angst bei Gönnergy, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch sagen, ich finde 500 Milliliter bei Energy-Getränke viel zu viel, Alter. Viel zu viel. Ich habe lieber kleine, davon mehrere Sorten, kann ich gleich so hintereinander sippen oder halt in zeitnah, anstatt ich so 500 Milliliter Dosen arbeite. Oder wirklich saufst zwei davon, oder kannst die ganze Nacht immer schlafen, rennst wie ein Duracell Max laufen, oder? Na. Ich fange auf jeden Fall mit dem roten an. Der meist umstrittene Raspberry Cheesecake, oder? Also wer darauf reinkommen ist, oder, da soll man wirklich, weiß nicht, da soll man schreiben. Raspberry Cheesecake. Boah, das sei mal nicht böse, ne? Aber, boah, also damit hätte ich nicht gerechnet, ich schwöre. Also ich habe mir auf so viele was die Reactions und so angeschaut. Aber damit, der riecht geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Bisschen ungewohnt, weil es aus dem Getränk, oder? Da dupft jetzt auf einmal aus, oder? Wie wenn die Oma da gerade der Erdbeer schnitten, oder mal vor die Nosen liegt, oder? Da glaubst du, bist bei Mäcki, was die vor die Sacher tuten und so. Also normal ist das nicht. Stinkt aber auch so ein bisschen, oder? Sag ich ganz ehrlich. Riecht halt so nach Topfen, ne? Jeder Österreicher wird es kennen, so Topfen. Wenn's Feuchtblatt, dann hast du die Topfen so auf dem Knack und so. Boah, ich bin gespannt, wie das jetzt schmeckt, oder? Ich muss sagen, ich bin generell nicht so der Energy-Typ. Boah, da muss ich ein bisschen nachdenken, oder? Also ich sage ehrlich, habe ich so noch nie geschmeckt. Werde ich aber auch nicht schmecken wieder. Gott sei Dank habe ich noch nie geschmeckt. Na. Da habe ich so noch nie geschmeckt. Muss ganz ehrlich sagen, muss mal Bock drauf haben. Generell würde ich jetzt einmal sagen, dass ich diese Produkte nie wieder kaufen werde nach dem Video. Nicht weil scheiße sind, sondern weil sie einfach zu teuer sind, oder? Bevor ich mir dann Gönnergy hole, nur weil da Gönnergy draufsteht.
Hole ich mal lieber Alter, von Clever oder von SPG, da sei mir nicht besser für Energy. Bringt genau dasselbe. Außer vielleicht wirklich das Rote da. Weil das Rote hat man so noch nie geschmeckt und das kann man sich auf jeden Fall mal ein zweites Mal holen. Ja. Also ich finde auf jeden Fall den Gönnergy finde ich so auf einer Augenhöhe mit dem Prime, wenn nicht sogar besser als Prime. Also Prime bin ich richtig enttäuscht, Alter. Dass er so eine große Marke ist, weißt du, auch beim Fußball und so steht es auf die Banden, Alter, mit der Premier League und so verpartnert, aber schmeckt voll scheiße. Also bin ich nicht, also ist Hydration, ne, aber bin ich kein Fan davon. Da schmecken die Level Up Hydrations oder viel besser. Keine Werbung, Alter. So, wir kommen zum nächsten. Nämlich zum Tropical. Ich muss sagen, ich bin gar kein Tropical Fan. Das Einzige, was ich gern trinke, sind von Bravo die Multivitaminsäfte oder auch der Ananassaft. Fuck it. Was für ein Saft? Ananassaft? Boah, nee. Nö. Nee. Also das schmeckt, also das riecht wie so ein Multivitaminsaft aus dem Tetra-Packel, der schon drei Tage steht. Na. Das schmeckt wie diese Fake-Dings, wie diese Fake-Fanta, Alter. Von Freeway, Alter. Nee, riecht, na. Wenn das jetzt riecht, wie schmeckt, dann, na. Nee. Nee. Nö. 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 Finde ich wirklich eine 4,5. Das muss ich sagen, ist eine 6,5. Und jetzt kommen wir, glaube ich, so zu einem der beliebtesten. Blueberry Cheesecake. Blueberry Coconut. Ja, klicken tut's, aber. Und der riecht eigentlich ähnlich wie halt einfach ein Kokos Red Bull, ne? Oder Kokos Energy generell. Ich muss sagen, da hole ich jetzt ja ganz kurz was. Ich bete zu Gott, dass es, wie, wirklich keine Werbung von Level Up, dass es wie dieser Geschmack schmeckt. Dieser Geschmack von Level Up, boah, ich merke schon, dieser Geschmack von Level Up ist einer, wenn nicht sogar der beliebteste für mich und ich habe sehr viele Geschmäcker austestet. Ich hoffe wirklich, dass es eine geile Mischung zwischen Blueberry und Coconut ist. Ja, wir kosten einfach, ne? Nicht lang schnacken, ne? Also riecht, ich weiß nicht, es riecht alles so ein bisschen, weiß nicht, so, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber es riecht alles so, weiß nicht, es ist halt so, ne, duftet nicht, weißt du, wie ich meine? Außer der da. Ja. Also ich finde geil, dass die Blaubeere mehr zu schmecken ist als die Kokosnuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl man fast der Nachgeschmack einfach besser schmeckt als so der Schluck an sich. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine? Also mir schmeckt der Nachgeschmack besser, als wenn ich es im Mund habe. Oder gleich gehe ich eh auf wie ein Kipferl, Alter, bis deppert. Das sammelt sich schon in meinem Magen, Alter, der kribbelt schon. Gott sei Dank habe ich was gegessen. Ja. Muss noch mal kurz kosten. Also ich würde sagen, 4,5. 5,5. Obwohl 6. 6 sage ich. Na 5,5 sage ich. Und den muss ich sagen, ist eine 8. Eine stabile 8. Schmeckt auf jeden Fall anders wie Energy. Kokos Energy und auch anders wie Kokos Red Bull. Und auch gut, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch gut. Also für mich die besten Dinger der Dings, die zwei Sachen. Die zwei Sachen sind die besten. Gönnergy Blau und Prime Dings, Ice Pop. Würde ich mal am ehesten nochmal ziehen. Die anderen, ja, muss man halt wollen, ne? Muss man halt wollen. Und muss man halt auch das Knödel dafür haben, ne? Weil er günstig ist ja nicht. Ich probiere es noch, obwohl das nicht zu Getränke passt. Aber weil es auch eine gehypte Zutat ist. Die Takis. Die was komplett scheiße riechen, Alter. Bist du deppert, Alter?
bist deppert, das Brett. Boah. Oder ein Stück gerade auf meine Pappen brennt, ne? Ja, aber ist irgendwie geil. Immer mehr! Boah, drei Stickeln reichen, Alter. Bist du deppert? Herr Takis kriegt von mir eine 4,5 von 10. Kann man machen, muss man wollen. Ja, kann man machen, muss man wollen. Ne? Muss man drauf stehen am Schmerzen. Ne? Ja. Aber so ein zwischendurch geht. Bist du deppert? Komplette Pappen brennt. Muss man wollen. Wurscht. Das war's vom Video. Wie lange geht es? 17 Minuten werde ein bisschen schneiden und den ganzen Schatz. Aber ich muss sagen, alles in allem, overrated alles. Ne? Overrated, man sieht, man kann sich jetzt nicht erwarten, weil Monte dahinter steht oder auch da. Ich weiß gar nicht, wer da dahinter steht. Dass das auf einmal voll die Geschmacksexplosion ist und du danach auf einmal Flügel gewachsen bekommst und so, kannst du nicht erwarten. Ne? Aber, wie gesagt, würde ich mir halt einfach nicht holen. Ne? Privat. Außer, wie gesagt, vielleicht die zwei Sachen. Aber sonst schwer. Wie gesagt, komplett ehrliche Meinung. No Shots an irgendwem. Und ja, wenn es euch gefällt, rutscht gut rein ins neue Jahr. Es wird wahrscheinlich Silvester online kommen. Oder am ersten, ich weiß nicht, vielleicht heißt es auch schon rübergerutscht, das ist richtig leibend. Oder vielleicht auch rübergerutscht. Weiß nicht. Abonniert den Kanal auf ein geiles Jahr 2024. Kann nur besser werden. Checkt Twitch, TikTok und so ab. Und grüßt eure Mutter von mir. Haha, oder eure Schwester. Tschau. Tschau. That bitch ain't wanna tip, that bitch ain't want my jerk. I pull up on the hoe, I'm riding that spaceship. They hoe, they want my pole, they hoe on the dick. That bitch ain't want young cat, pee on the track. Give me back, tat it on the back, tat it on her neck. You can't call the back. That bitch ain't wanna tip, that bitch ain't want my jerk. I pull up on the hoe, I'm riding that spaceship. They hoe, they want my pole. They hoe on the dick. They bitch and one young cat. Pee on the track.